Da sind wir wieder, die Dahlbergs. Unterwegs zu Hause. Diesmal in der Slowakei. Und zwar in Bratislava sind wir gerade angekommen und wir sind diesmal direkt an der Donau. Wir stehen keine 5 Meter von der Donau weg. Nein. Auf einem freien Parkplatz, autark. Und sind mal gespannt, wie die Nacht hier so wird. Aber bis jetzt sind auch schon noch ein paar mehr Wohnmobile. Also das ist hier auch ein Park for Night Platz. Wir waren vorher schon auf einem anderen, da konnten wir aber nicht stehen. Jetzt sind wir hier gelandet und ich glaube, das war auch ganz gut, dass wir auf dem anderen nicht stehen konnten, weil hier ist es eigentlich sehr schön und fußläufig in die Stadt. Na, ist ein Kilometer oder was? Also über die Brücke da drüber und dann sind wir eigentlich schon in der City. Ja, für heute Abend, denke ich, reicht es erstmal. Genau. Wir melden uns morgen früh, die Sonne wieder aufgeht. Tschüssi. Hi. Ja. Schöne Grüße aus dem wunderschönen Bratislava. Hat ein bisschen was von Köln. Ja, wir machen gleich eine Rundfahrt. So. Das ist jetzt die Burg Bratislava. Was weißt du noch? Was hat die alles erzählt? Ja, die ist komplett neu aufgebaut worden wieder. Ja. Und die Slowakei ist ja im Wandel der Jahrhunderte immer wieder zu verschiedenen Ländern dazugeschlagen worden. Österreich, Ungarn und ja. Dann im Sozialismus zur Tschechoslowakei eingegliedert worden und ganz wenige Jahre in der Geschichte eigentlich eigenständig gewesen. Und eben jetzt ist er eigenständig. Ne? Ja. Sind ja auch nur 5 Millionen Einwohner und davon 500.000 alleine in Bratislava, früher Pressburg genannt, zu Österreichs Zeiten. Jo, gehen wir noch mal ein Stück rum? Ja. Wunderschöne Stadt, gefällt mir total gut. Es ist heiß und wir sind hier in Zamorin. Immer noch in der Slowakei? Ja. Ja, und dann ist uns ja vergangene Woche Samstag in der Slowakei, an dem letzten Platz, wo wir waren, ist uns ja der Deckenventilator kaputt gegangen, weil Regen reingelaufen ist. Und ja, den mussten wir dann ersetzen. Das ging Gott sei Dank auch ganz problemlos. Wir haben dann einen kleinen Umweg fast bis nach Wien. Das Bratislava liegt ja in der Nähe von Wien, ist ja gar nicht so weit weg, gemacht. 70 Kilometer oder was wir da gefahren sind. Insgesamt 150 Kilometer Doppelt Umweg, zu viel, natürlich, weil wir dann klar. Ja wieder haben dann auch noch ein bisschen eingekauft, so das eine oder andere dazu. Ja. Und ja. Aber es war ja so entsetzlich heiß, dass wir dachten, ohne diesen Ventilator werden wir in unserem Wohnmobil elendig eingehen. Nee, das wäre auch nicht gut gegangen. Das ist schon gut, dass wir das repariert haben. Wir sind eigentlich die ganzen drei Tage hier ziemlich allein gewesen. Und insofern hatten wir da unsere Ruhe und haben so Dinge erledigen können. Genau, wir haben Wäsche gewaschen. Ja. Ist ja hin und wieder auch mal nötig. Ja, mit der Hand gewaschen, richtig Kreuzworträtsel lösen können. Heute fahren wir weiter. Wir fahren heute Richtung Ungarn. Wir haben uns schon einen neuen Stellplatz ausgeguckt. Einen, der wohl auch kostenfrei ist. Also nach Möglichkeit noch nicht gleich bis Budapest, weil wir wollen noch ein bisschen vorher die Donau sehen und erleben. Guten Morgen aus Ungarn. Hier haben wir halt heute Nacht gestanden, mitten im Grünen. An der Donau. Ja, ich denke, wir werden heute auch wieder ein Stückchen weiter Richtung Budapest fahren. Wunderschön und unheimlich still. Ja.
Das ist es. Ab und zu kommt mal so ein Lastkahn hier vorbei. Von irgendeiner Donau-Schifffahrtsgesellschaft, keine Ahnung. Und sicher auch ein paar Touristendampfer. Nee, also bis jetzt habe ich nur Lastkähne gesehen. Ja, aber also die fahren doch auch hier lang auf dem Weg nach Budapest. Das kann schon sein. Müssen die ja auch hier durch. Ja, genießen wir den Tag. So, das ist mal der etwas andere Campingplatz. Wie viel vor Budapest sind wir jetzt? Weiß ich nicht, 30 oder so, 30 Kilometer vor Budapest. Und es gab jetzt kaum noch Campingplätze, also ein paar schon, aber mehr Parkplätze. Mhm. Und das war nicht so das Dolle, ne? Das ist auch ein Parkplatz hier. Und das, Parkplatz ja, aber es ist auch gleich ein Campingplatz. Das heißt, wir können hier. Nein, ein Campingplatz ist das nicht. Nee, das ist schon, nein, das ist ein Parkplatz. Ja? Du darfst hier stehen. Aber, ach so, aber wir dürfen hier stehen und dürfen auch die häuslichen Dinge, die das, ja, das Haus, das Haus der Golfer da hinten beherbergt, das dürfen wir mit benutzen. Ich wollte vielleicht noch eins einflechten. Ich bin ja auch ein eifriger Golfer. Ja, auf der Wii, ne? Ja. Da sind wir alle gute Golfer. Ja, ja. Im Wohnzimmer vom Fernseher kann man gut Golf spielen. Ja. Wir sind ja ganz allein, weil heute Montag ist und am Montag haben die Golfer auf dem Golfplatz nicht so viel zu tun. Ich melde mich aus Budapest. Wir sind heute früh von dem Campingplatz, von dem Golfplatz weggefahren und sind jetzt in Budapest gelandet. Wir stehen hier mitten in Budapest auf einem schönen Campingplatz. Der ist auch recht voll, aber ja, der hat halt mal alle Serviceleistungen. Ich zeige euch jetzt hier mal ein bisschen den Platz. Drehen mal hier rum. Da ist unser Auto. So. Jetzt gibt's gleich was Feines. Hm. Na, was hast du denn da Leckeres? Oh, was ich Feines gekocht habe. Ach, das ist aber nett. Ja. Was ist denn das Schönes? Ja, das ist einmal ein Budweiser und ein Pilsner Urquell. Und wer kriegt was? Du kriegst das Budweiser. Ja, das für die harten Männer Kerle. Ist das Pilsner Urquell. Von wegen, andersrum wird ein Schuh draus. Nix. Ganz schön was los hier, ne? Mhm. Um das perfekte Motiv zu haben für Instagram, für Post. Das ist schon Hammer. Weiß nicht. Ja, wir posen ja auch, ne? Ja, aber Posen auf niedrigem Niveau. Genau, ja, wir haben ja auch nicht mehr diese Kapazitäten der Schönheit, ne? Deswegen und willst du jetzt für uns beide? Das lange Haar. Hey? Hm? Willst du jetzt für uns beide oder was? Nee, nur für dich. Ja, das war nur 11 Meter. Okay. Ja. Ja, geh mal vor. Nee,
Kann man was mitnehmen? Oder nicht? Ja, wir haben auch so viel. Wir haben noch genug. Wir kochen ja nicht genug. Das ist ja das Schlimme. Da oben die ganzen getrockneten Chilis. Ja, das ist ein Felsen über der Stadt. Ne? Wir sind noch nicht ganz oben, ne? Nee, kommt noch. Nicht. Aber es ist schon eine Wahnsinnsaussicht. Ja.